Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Erstmal ein bisschen Wasser trinken. Kann ich euch helfen? Hallo, servus. Hi. Schönen Aufenthalt wünsche ich euch. You are back. Ja, einfach wegen der Hallo, ich bin die Anni, ich bin 27, ich arbeite hier als Rezeptionistin. Hallo. Hallo. Schon gemütlich gemacht, oder? Klein, aber fein. Das ist so gesagt unser Zuhause, ja. Das ist die Wohnküche und am Abend und in der Nacht, das wird auch mein Bett. Es gibt noch ein Zimmer, aber meine Mitbewohnerin schläft dort. Natürlich will man auch irgendwann mal halt eigenes Zuhause haben, wo alles so groß ist und wo alles so gut ist. Aber jetzt gerade momentan bin ich nicht in der Lage, wo ich mich sowas leisten kann. Jetzt gehe ich zur Arbeit. Yesterday a child came up to wander. Hi. Jetzt gehe ich mich erstmal umziehen. Klar. Wollt ihr hier auch reinkommen? Okay, dann bis gleich. Das ist das Outfit. Hi, wie geht's? Antje, bist du schon so weit? Kann ich die Kasse machen? Es ist momentan sehr viel los. Zum Beispiel heute, wir sind komplett voll. Wir haben gar kein einziges Zimmer mehr frei. Also bei uns spielt einfach eine große Rolle, mit Gästen Kontakt zu haben. Hallo, servus. Hi. Hallo, servus. Das gehört auch, also Check-in und Check-out gehört auch dazu. Habt ihr hoffentlich auch eine angenehme Anreise gehabt? Ja. Ja, cool. Dann, 5. Etage, 510. Schönen Aufenthalt wünsche ich euch. Und falls etwas gibt, einfach jederzeit vorbeikommen, gell? Ja. Sehr gerne. Wegen mir gab es schon eine gute Bewertung. Der Gast hat einfach meinen Namen gefragt. Dann hat er gesagt, dass ich einfach ihm ganz viel geholfen habe. Und er ist einfach zufrieden von dem Personal. Da habe ich mich auch gefreut. Hi. Kann ich euch helfen? Ne? Alles gut? Ich glaube, wenn ihr so viel los ist und wenn ich so viel zu tun habe, dann das macht mir auch Spaß. Wenn ich auch so viele Beschwerden habe, das ist einfach jedes Mal eine so Herausforderung für mich. You have breakfast. The breakfast is included. Yeah. Die Gäste haben eingecheckt und das Zimmer war bei uns im System schon sauber gemeldet. Okay. Enjoy your stay, guys. Elevator is on the corner. Als ich eigentlich schon so runtergekommen bin, dachte mir, okay, wahrscheinlich irgendwas ist los. You are back. Ja, yeah, I'm afraid that the room is not cleaned. It's not clean? Yeah. Okay. Aus irgendeinem Grund war das Zimmer doch nicht sauber und danach die sind runtergekommen, die meinten, das Zimmer war schmutzig. Natürlich, es ist nicht angenehm für uns. Ah, sorry for that. Just need to... Hallo, servus. I'm gonna call my colleague. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Es ist nicht wichtig, wer halt das Problem verursacht hat. Wir müssen jetzt schnell eine Lösung finden. If you want, you can have a seat. I can bring you something to drink. Okay. And you don't need to pay for anything. Okay, guys? Wenn die Gäste einfach unzufrieden waren am Anfang, aber ich konnte einfach die Laune von Gästen irgendwie verbessern, dann denke ich mir, okay, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Cheers, guys. You're welcome. Ich werde kurz ins Zimmer gehen und checken, ob die alle sauber sind. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Die Housekeeping macht jetzt bald Feierabend und falls ich eine vergessen habe, dann muss ich in meinem Schicht die sauber machen und das will ich einfach nicht. Rezeption. Okay, und clean, perfekt. Die Betten sind schon gemacht. Da ich ehrlich gesagt, ich vertraue schon das Housekeeping-Team. Ich bin mir sicher, dass ich die Arbeit auch gut gemacht habe. Ich will nur grob sehen, ob es überhaupt sauber ist oder nicht. Ja. Und in dem Fall ist sie sauber. Hoffentlich alle anderen Zimmer sind auch jetzt sauber. Rezeption. Okay, cool. Das Zimmer ist auch sauber. Jetzt gehen wir in die 5. Etage. Ist auch sauber. Das heißt, kein Problem heute. Wir werden heute gar kein Problem mehr haben, weil alle Zimmer sauber sind. In unserem Hotel, wir machen auch die Bar.
Wir machen da eigentlich nichts Großartiges, ehrlich gesagt. Wir machen keine so Cocktails oder sonst was, aber halt so Longdrinks, Bier. Dann dreimal Moskau-Mion? Ja. Zum Wohl. Sehr gerne. Sehr gerne. Darf ich bei euch auch ein bisschen romantischer machen? Na klar. Ja. Wunderbar, danke. Klar, sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus Armenien. Ich habe dort Bachelor und hier habe ich eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht. Bist du dann hier manchmal allein, einsam? Bin ich, ja klar, natürlich bin ich. Aber ich habe hier auch natürlich Freunde, die halt wie meine Familie geworden sind. Und meine Arbeitskollegen sind auch sehr gut. Hi. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei dir? Der Kollege für Nacht ist da. Das heißt, die Kasse muss gezählt werden. Es muss keine offene Tische mehr hier sein. Und das machen wir jetzt. Gibt es auch manchmal Trinkgeld? Klar, gestern zum Beispiel, wir waren zu zweit und jeder von uns hatte ungefähr 20 Euro Trinkgeld. Das ist schon was Gutes. Passt alles bei euch? Ja. Ja, wir müssen jetzt Schichtwechsel machen. Wäre okay, dass ihr jetzt zahlt, sorry, gell? Okay. 10 Euro? Insgesamt? Ja. Aber das kann ich auch nicht garantieren. Bin schon gespannt. Dann 21,10. Okay, danke schön. Dann noch einen schönen Abend, gell? Ich verdiene brutto 2.300. Und netto kommt 1.580 oder sowas. Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Nein. Okay, erstmal ein bisschen Wasser trinken. Ich denke, dass halt man nie mit dem Gehalt so zufrieden ist. Ist egal, was wir machen. Wir sind einfach so Menschen, dass wir immer so mehr verdienen wollen. Kann auch passieren, dass ich mehr verbrauche, dass ich verdient habe. Und es ist nicht immer so, dass ich am Ende des Monats immer so auf Plus bleibe. Aber ich werde auch nicht mein ganzes Leben halt in der gleichen Position bleiben, hoffentlich. Danke und euch noch einen schönen Abend, gell? So. 12, 13. 13,50 Euro pro Person. 13,50 Euro. Genau. Was wolltest du haben? 10er. Ich habe 10er gesagt. Also ich habe eigentlich mehr. Danke. Ciao, schönen Abend euch. Ciao, ciao. Ciao. Jeden Samstag arbeite ich ehrenamtlich in einem armenischen Kindergarten. Und unser Ziel ist einfach, dass die Kids Armenisch nicht verlernen. Ich bin Aveli Barzer, in der Gasse. Mein Ziel war, mit Kindern einfach die Namen von den Fingern zu lernen. Հիմա բոլորը դա այսը ձեր կունեք, չէ, ծուցամատնա, ծուցամատ, հելը ձեր ծուցամատը ծույս տվեք բոլորը, կարող անան ասեն, կգաս ավետ է ստեղ, միջ, այսինքը իրար հետ մենք ունենք, հելը աս ավետ, Dann, wir sind wieder auf die Farbe gegangen. Die Kids wissen, wie die Farben heißen, aber leider, die wissen das alles auf Deutsch. Wo genau? Pink. Mein Ziel war, dass sie das einfach alles auf Armenisch sagen. Schinke, wo genau? Warte. Kui. Deswegen mache ich das auch ehrenamtlich, brauche dafür gar kein Geld. Und wenn ich einfach am Ende des Tages sehe, okay, die Kids haben was gelernt und die lachen und das ist schon meine Bezahlung. Es muss nicht einfach nur mit Geld alles sein. Also ich würde sagen, dass mein Job als Rezeptionistin lohnt sich. Geld ist nicht alles. Natürlich, Geld spielt auch eine große Rolle. Aber ich bin auch super happy, dass ich einfach so gutes Arbeitsklima habe und auch so gut mit Spaß, ganz viel Spaß arbeiten kann. Danke fürs Zuschauen. Falls ihr Bock habt, weil lohnt sich das auch dabei zu sein, könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Lohnt sich das? @br.de. Und ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. Falls ihr noch mehr Videos schauen wollt, könnt ihr gerne hier anschauen. Danke euch!